Kommunist. An einer unserer Universitäten ist ein Kommunist zu viel. Und selbst wenn es nur einen einzigen Kommunisten im Außenministerium gäbe, wäre das immer noch ein Kommunist zu viel. Senator Joseph Raymond McCarthy wegen einer Hepatitis im Krankenhaus ist an Leberversagen verstorben. Sein kometenhafter politischer Aufstieg begann in den frühen 50er Jahren mit einer Reihe von antikommunistischen Ermittlungen und Anklagen. Für mich ist jeder Kommunist ein Bürger zweiter Klasse und sollte auch als solcher behandelt werden. Ich hoffe, der Senator legt endlich sein Maschinengewehr aus der Hand. Dieser Kampf geht weiter, entweder bis zum Sieg der Kommunisten oder bis zu unserem Tod. Wenn es keine Kommunisten in unserer Regierung gibt, wieso verschieben wir dann unsere Forschungen zur Wasserstoffbombe um 18 Monate? Und das, obwohl uns unsere Geheimdienste täglich darauf hinweisen, dass die Russen die Entwicklung der Wasserstoffbombe fieberhaft vorantreiben. Und wer steckt dahinter? Loyale Amerikaner oder Verräter in unserer Regierung? Es gibt eine Reihe von subversiven Elementen, die für die Regierung arbeiten. Ich habe eine Liste. Ich bin sicher, ein paar von denen arbeiten sogar für die CIA und das kann ich auch beweisen. Noch einen. Was ist mit Ihnen, Joe? Sie haben Ihr Steak nicht mal angerührt. Und um ehrlich zu sein, Sie sehen furchtbar aus. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich habe alles vermasselt. So, ich weiß, im Moment läuft einiges schief, aber alles, wofür Sie früher gekämpft haben, ist auch heute noch den Kampf wert. Okay, in einigen Details mögen Sie sich geirrt haben, aber im Kern hatten Sie recht. Sie kreuzigen mich, Roy. Nacht für Nacht höre ich die Schreie der Kommunisten. Aber was reden Sie denn da? Ich bitte Sie, Joe. Ich lebe seit Millionen von Jahren. Zur Zeit der McCarthy-Ära war ich auf dem College. Der McCarthyismus wurde so stark und beeinflusste nahezu alles, da der Koreakrieg gerade begonnen hatte. 1952 ging auch ich zur Armee und diente 3 Jahre in Korea. McCarthy war die dominante Figur in Amerika. Er war der mächtigste Mann in der amerikanischen Öffentlichkeit. Senator, you are, of course, one of the most controversial figures we've had in the Senate in a long time. And you have the distinction of having coined a new word for the dictionary, namely McCarthyism. Now, how do you define McCarthyism, sir? Apparently, McCarthyism means calling a man a communist who is later proven to be one. Und hier ist Joe, als junger Richter in Appleton, wo er sich einen Ruf für schnelle Scheidungen erwarb. Für schnelle Scheidungen. Als junger Anwalt war McCarthy ein Roosevelt-Demokrat. Doch bereits 1944, während seiner Stationierung im Pazifik, bewarb er sich um einen Sitz im Senat für die Republikaner. Zumindest waren seine Wahlkampfmethoden ziemlich ungewöhnlich. Und nun, Gentlemen, sehen Sie sich das an. Oh,
Frauen. Hey James, ist das Ihr neues Hobby? Fotos eines jungen, halbnackten Joe McCarthy zu sammeln? Oder ist das hier eine Tailgunner Joe Voodoo Party? Alan, James findet es ganz offensichtlich inspirierend, uns hier alle Aspekte des Charakters von Tailgunner Joe vorzuführen. Den Aufsteiger, den Workaholic, den sich anbiedernden Opportunisten. McCarthys Charakter ist doch wohl eindeutig. You know, if he was wäre er nur halb so schlecht gewesen, wie er jetzt gemacht wird, hätte ich niemals für ihn gearbeitet. Ich war immer ein Ehrenmann. Ich war FBI-Agent, ich war beim Militär. Ich hätte nie für jemanden gearbeitet, der wirklich so übel gewesen wäre, wie das jetzt behauptet wird. Er war ein charmanter, geselliger, extrovertierter Ire, der gutes Leben, gute Geschichten und einen guten Drink liebte. Es wurde schon recht früh deutlich, dass er ein ziemlich starker Trinker war. Was halten Sie vom derzeitigen Zustand der Republikanischen Partei? Sie ist ziemlich gut aufgestellt. Wir haben ein Problem mit ein paar Kandidaten, aber ich bin sicher, Ike wird damit... Joe, das stand heute in der Chicago Tribune. Haben Sie das gesagt? Natürlich habe ich das gesagt. Und ich sage es gern nochmal. Für alle, die es hören wollen. Aber ich habe noch weitere Themen. Zum Beispiel subversive Aktivitäten an unseren Elite-Schulen. Was wollt ihr hören? Nennt mir das Thema und ich rede. Einer für den Magen. Wer gegen McCarthy ist, Freunde, ist entweder Kommunist oder ein Schwanzlutscher. Meiner Meinung nach hatte McCarthy überhaupt kein ernsthaft antikommunistisches Weltbild. Er war lediglich ein karrieristischer Opportunist. At the time Truman became president, the number of people under communist domination was 180 million. During his term as president, the figure increased from 180 million people to 800 million people. Er hat sein Ziel erreicht. Es hat 3 Jahre gedauert, aber er hat es erreicht. Er hat den Mittelstand immun gemacht, die Demokratische Partei entlarvt, er stellte die Loyalty Boards in der Regierung bloß und verhinderte, dass dieser Unsinn so weiterlief. Okay, Sie haben ihn zerstört. Sie haben 50 Jahre lang einen Mythos um diesen Mann aufgebaut, aber er hat Amerika gerettet. Und etwa 20 Jahre später kam Ronald Reagan und rettete die Welt. As I've said a number of times before, it's a good feeling to get out of Washington temporarily and back into the United States. You know, I used to pride myself on the idea that I was a bit tough, especially over the past 18 or 19 months when we've been kicked around and bullwhipped and damned. I didn't think that I could be Er war populärer, als er es verdiente. Und aus der Distanz ist das kaum noch nachzuvollziehen. Zumindest empfinde ich das heute so. Man versteht das einfach nicht mehr. Er war ja nur ein kleiner Dummkopf. Und nun, Gentlemen, habe ich etwas ganz Besonderes für Sie. Ein Black Russian. Ein Mix aus Wodka und Kaffeelikör. Und dieser Wodka kommt direkt aus Commiland. Dafür garantiere ich. Auf unser Wohl. He learned the advantages of the big lie. Er kannte die Vorteile einer großen Lüge. Eine kleine Lüge interessiert niemanden. Das lohnt sich nicht zu sagen, in diesem Lebensmittelladen arbeitet ein verdächtiger Mann. Man sagt besser, in der Regierung wimmelt es von russischen Kommunisten. Die Armee ist von Kommunisten unterwandert. Nur die großen Lügen zählen. Das hat er instinktiv erkannt. At this instant, the Imperial German government secretly financed the return to Russia of 7 communist exiles led by Nikolai Lenin. Exiles who had been forced to flee the country. And in 100 days,
those seven communists were literally the masters of Russia. Im Grunde können Sie alles vergessen, was Sie bisher über McCarthy gehört haben. Da kursieren die unglaublichsten Lügen. Es gibt Geschichtsbücher für die Highschool, deren Fazit zu McCarthy lautet, er war ein Lügner. Und nicht nur ein gewöhnlicher Lügner, sondern ein großer, ein riesiger, ein totaler Lügner. Ja, nun, was soll's? Isn't that nasty McCarthy an awful man? Now, my good friends, There's no reason on earth why this fight to expose and remove communists and traitors from positions of power should be a contest between America's two great political parties. Farmerjunge war, hat meine Mutter Hühner gezüchtet. Von diesen Hühnern lebte damals unsere ganze Familie. Und auch das Weihnachtsgeld meiner Mutter stammte von dem Federvieh. Doch der größte Feind des Huhnes ist das Stinktier. Und um die Hühner meiner Mutter zu schützen, mussten meine drei Brüder und ich die Stinktiere ausgraben und totschlagen. Das war eine dreckige, üble und stinkende Angelegenheit. Ein Farmerjunge lernt schon früh im Leben, dass die stinkenden Arbeiten nun mal nichts für vornehme Jungs sind. Und je mehr Erfolg man bei der Stinktierjagd-Expedition hatte, desto unbeliebter war man bei seinen Freunden in der Kirche am nächsten Sonntag. Eine gute Geschichte, Joe. You'll learn early in life that you don't go skunk hunting with striped trousers, a silk handkerchief and a top hat. Joe, wir sind spät dran. Ja. Einen Moment noch. Du mieses Stinktier. We like what you are trying to do, but oh, we don't like your methods. I've heard that over and over and over like a broken phonograph record. We're engaged now in digging out a much smellier breed of animal than I dug out back on the farm. Appleton, wo soll ich da beginnen? Ich bin von hier, habe ein Mädchen von hier geheiratet und bin hier geblieben. Es ist ein guter Ort, um eine Familie zu gründen, zu leben und zu arbeiten. Wir sind eine religiöse Gemeinde, verwurzelt in den Werten des Mittleren Westens. Es war wie Pleasantville, sehr homogen. Es gab keine Schwarzen, ein ungeschriebenes Gesetz hielt sie fern von dort. Also ein toller Ort, wenn man weiß war und aus der Mittelschicht stammte. Doch wenn nicht, war das nichts für einen. It wasn't a place for you. McCarthy war ein Farmerjunge. Die Farm im Westen Appletons gibt es noch heute. Er war eines von mehreren Kindern. Seine Eltern waren absolut durchschnittliche, normale katholische Bürger. Ich habe einen Bruder von ihm interviewt, der ihm total ähnelte und der dort ein völlig normales Leben als Handwerker führte. Das hätte Joe vielleicht auch tun sollen, aber dazu war er zu schlau. Tut mir leid, Freunde. Zu aggressiv und zu aufgeweckt. Er war gut aussehend und ehrgeizig. Kommt zu uns, Joe! Ja, komm! Na los! Komm,
auf dir! Ich hab dich gleich! Warte! Lasst mich in Ruhe! Aber, Potter! Ihr sollt mich in Ruhe lassen! Er war schon 21, als er die Highschool abschloss. Er war ein sehr talentierter Politiker. Er hatte die Gabe zu gewinnen und eine enorme Energie. Aber keiner konnte vorhersehen, was aus ihm werden würde. Es gibt ein Sprichwort, man kann einen Jungen von der Farm jagen, aber man kriegt die Farm nie aus dem Jungen raus. Und er war ein großer, erwachsener Farmerjunge. Big grown-up farmer. Ich war Kriegsberichterstatter bei der Marine und schon vor dem Krieg bei der Zeitung gewesen. Joe sagte zu mir, hey Penn, kannst du dir nicht eine Geschichte ausdenken, wenn der Krieg vorbei ist und ich in die Politik gehe? Ich sagte, Joe, es gibt eine alte Regel im Zeitungswesen. Man kann nicht über etwas schreiben, was nicht geschieht. Du sitzt hier nur rum, bist zwar ein netter Kerl, aber du tust nichts. Einige Tage später kam er wieder zu mir und sagte, ich habe mit meinem Geschwaderführer gesprochen. Er lässt mich hinten in einem Kampfbomber mitfliegen, um direkte Beobachtungen machen zu können. Ich habe ihm versprochen, keinen Schuss abzugeben, damit ich uns nicht das Heck wegschieße. Und ich, das klingt vielversprechend, mach das. Brauchen Sie Hilfe? Ich habe das Bremsen gehört. Ist was passiert? Nein, nein, danke, Sir. Alles okay. Da lief ein Stinktier über die Straße und ich wollte den kleinen Bastard nicht verletzen. Also, wenn Sie keine Hilfe brauchen, dann gehe ich wieder. Nein, nein, warten Sie, Sir. Wir fahren schon den ganzen Tag hier rauf und runter. Es freut mich sehr. Mein Name ist Joe McCarthy. Oh. Ich komme aus Grand Chute und kandidiere für den Senat. Also, ich hatte mit Politik ehrlich gesagt nie was am Hut. Komisch, ich auch nie. Sie sind aber nicht zufällig Steve Miller? Doch, das bin ich. Dann macht man hier also den besten Käse von Wisconsin. Mr. McCarthy, also wenn Sie mich so fragen, wir glauben an Qualität hier in der Gegend. Dürfte ich mich vielleicht mal umschauen? Ja, kommen Sie. Wissen Sie, ich komme aus Appleton. Oh. Ja, ich bin sozusagen auf dem Weg dorthin. Wunderbares Städtchen. Und das ist alles Ihr Land hier? Meine Mutter war Senator McCarthys ältere Schwester. Ich lese Ihnen einen Brief vor, den er ihr am 8. Mai 1944 geschrieben hat. Er war damals als Kapitän der US-Marine im Südpazifik stationiert. Liebe Schwester, Romy sagt, du hast deinen Job gekündigt, um dich ganz dem Wahlkampf widmen zu können. Das war sein erster Wahlkampf für den US-Senat. Du bist wirklich ein Juwel, Schwester. Ich weiß, das kommt einem wie die Hölle vor, aber wenn wir es schaffen, 800.000 Briefe zu verschicken, landen wir einen Erdrutschsieg. Wenn jeder Bürger des Staates einen Brief und einen Prospekt erhält, sind wir absolut unschlagbar. If everyone in the state gets a letter and a folder. Washington D.C. ist wirklich brutal. Eine grausame Stadt. Präsident Truman hat mal gesagt, wenn du in Washington einen Freund haben willst, besorg dir einen Hund. If you want a friend in Washington, get a dog. Ich sage Ihnen, wenn diese Bergleute nicht bald wieder zurück an die Arbeit gehen, werden wir nicht umhin kommen, die Streitkräfte einzuschalten.
Es muss etwas passieren, und zwar sofort. Im Interesse unseres Landes. Die Bergleute aus Pennsylvania schneiden sich ins eigene Fleisch. Sie werfen uns mit diesem Streik in die Zeit der Depression zurück. Und Amerika hat nicht die Absicht, in diese finsteren Zeiten zurückzufallen. Wir alle wissen, was es heißt. Keine Arbeit, keine Jobs, keine Perspektive. Senatorenfrischlinge, immer das Gleiche. Nein, hier ist was Besonderes. Jede Wette. Und deshalb müssen wir Härte zeigen. Wir müssen die Armee dorthin schicken und diesen Ausbruch der Anarchie beenden. Er wollte sich einen Namen machen, engagierte sich nach dem Krieg für den Wohnungsbau und versuchte, Gesetze unter seinem Namen zu verabschieden, aber nichts funktionierte. Nach 2 Jahren hatte er nichts erreicht und große Sorge, nicht wiedergewählt zu werden. Best of my recollection, he looked me up. Soweit ich mich erinnere, kam er zu mir. Er war ein Anfänger als Senator, brauchte Publicity und wusste, dass meine Kolumne gelesen wurde. Es hatte damals ein geheimes Strategie-Meeting der Republikaner gegeben, von dem niemand was erfahren sollte. Also rief er Senator Robert Taft an, den Vorsitzenden der Republikaner, und schaltete mich dazu. Er fragte ihn von Senator zu Senator, was dort gelaufen sei, und Robert Taft erzählte es ihm. Ich konnte die ganze Geschichte mithören. Er hätte mir damals nahezu alles erzählt, was ich wissen wollte. He would tell me almost anything that I wanted to know. In my hand, a microfilm of the most confidential, highly secret State Department documents. This microfilm was made for the purpose of transmitting these documents in reduced form to the Soviet Union. Richard Nixon gets a lot of credit for the Richard Nixon bekommt für die Al Jahiz-Anhörungen eine Menge Anerkennung. Joe McCarthy hatte mit diesen Anhörungen rein gar nichts zu tun. Er hatte auch nichts mit den Hollywood Ten und den Rosenbergs zu tun. Er hatte absolut nichts mit Remington zu tun. Und so könnte ich immer weitermachen. Aber wann immer man darüber spricht, verbindet man diese Fälle mit Joe McCarthy. Whenever you talk about that issue, they tie it in with Joe McCarthy. Das ist eine sehr interessante Frage, der Unterschied zwischen Nixon, der, Zitat, Al Jahiz schnappte, und Joe McCarthy. Nixon war viel besonderer, viel vorsichtiger, besonders im weiteren Verlauf seiner Karriere. Und Vorsicht zählte nicht unbedingt zu Joes Tugenden. Völlig unterschiedlich. Nixon war, trotz allem, was über ihn behauptet wird, ein Mann von hohem intellektuellem Niveau. Er las viel, er dachte viel nach, er las Bücher und verfasste lange Exzerpte für sich. Er war ein Politiker, der es gegen seine eigene Natur gelernt hatte, die öffentliche Meinung zu nutzen. Nixon war das Vorbild für Joe McCarthy, aber nicht nur für ihn. Die ganze republikanische Partei glaubte, sie würde wieder an die Macht kommen, wenn sie die Demokraten als liberal, kommunistisch, sozialistisch und als Verräter diffamierte. Das war ihr Thema. That was their theme. Some of the important members of the present administration, through stupidity or design, have coddled communists. During the speech, his exact words were, wörtlich sagte er in seiner Rede, genau in diesem Moment wird unsere Regierung von Kommunisten unterwandert. By communists. Das wiederholte er sogar nochmal.
Aber das Publikum war eigentlich nur verwirrt. Ich glaube nicht, dass jemand hier in Wheeling das Wort Kommunist schon mal gehört hatte. Das war die typische Angeberei bei dieser Rede in Wheeling, West Virginia. Er behauptete, es gebe 205 Kommunisten im Außenministerium und er kenne ihren Namen. Er hatte keinen Namen, das war blanker Unsinn. McCarthys irische Nassfarschigkeit. Er war ein Populist. Er klammerte sich an ein Thema und das ging dann mit ihm durch. Das Thema war heiß, also ritt er überall im Land Tag für Tag darauf herum. Es brachte ihm Schlagzeilen und noch mehr Schlagzeilen, auch wenn er mit den Anklagen gar nicht mehr nachkam. Er machte eine Anklage und schon ging er zur nächsten über. Der Außenminister Dean Acheson war ein Verräter, der rote Dean. Ja, er verstieg sich sogar bis zu Harry Truman selbst, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Are you a member of the communist conspiracy as of this moment? Are you a member of the communist party as of today? Were you then a member of the communist party? McCarthy war nicht hinter Spionen her. Dafür haben wir das FBI und andere Institutionen. Man fängt keine Spione, indem man sie anruft und sagt, hey Mann, bist du ein Spion? Dann sag es bitte. McCarthy hätte keinen Erfolg gehabt, wenn es keine Gefahren für Amerika gegeben hätte, wenn keine Atomgeheimnisse verraten worden wären, wenn es den Koreakrieg nicht gegeben und Russland und China sich nicht verbündet hätten. Weihen unsere GIs die Täler und die Berge Koreas mit amerikanischem Blut, aber nicht das ganze Blut verfärbt die koreanische Erde. Ein Teil des Blutes färbt auch Stunde für Stunde und Tag für Tag die Hände von Politikern in Washington tiefrot. Eine Nation, die auf der Landkarte nur mit der Lupe zu finden ist, dreht den mächtigen Vereinigten Staaten eine lange Nase und demütigt uns in den Augen der Welt. Ich habe Jean schon vor ihrer Hochzeit kennengelernt. Sie hatte einen enormen Einfluss auf den Senator. Sie war eine brillante Frau. She was a very brilliant lady in her own right.